So, wir sind beim zweiten Boss. Wunderschöne Spielzeuge. Na Quatsch, schon wieder. Dass ihr sie immer alle kaputt macht. Alles nur wegen dem komischen Reset, weil mich das Spiel rausgehauen hat. So, die Fähigkeit ist jetzt, dass nicht nur er nur einen Schaden kassiert, sondern seine Diener auch. That could be a problem. Wir probieren es jetzt im Schokadin. Letztes Mal auf normal haben wir mit dem Moloch-Baller gespielt. Gegen den stählernen Wächter. Ein stählernen Wächter. Klonk. Wir machen das jetzt mit dem. Ja. Werde ich mal alle beide aufheben, ehrlich gesagt. Das sind 6 Dinger. Wir brauchen sogar 45 Damage. Dafür musste ich mich im Schwarzfels monatelang durch Drachendung wühlen. Man, es ist schon ziemlich fies, dass seine Diener jetzt auch nur mehr einen Schaden kassieren. Keine Sorge, Darlings, die Kavallerie ist da. Aber okay, der zum Beispiel hat nur ein Leben. Ich habe die belebten Schwerter in der östlichen Halle beseitigt. Das ist ja nicht so schlimm. Geht zu Reno im Hauptlager. Der hat auch noch ein Leben. Das ist auch nicht schlimm. Ist auch völlig okay. Gut, der, ich weiß, der ist unnötig im Deck drin. Für die Gerechtigkeit. Ich weiß es. Aber. Nichts mit mir. Aber nicht mit mir. So. Ich meine, falls ihr die Decks jetzt. Ich lass sie mal einblenden. Oh ne. Okay, wir haben ein Problem. Falls ihr eine Karte seht. Sehr beschäftigt aus. Ja, sie kann die Karte nicht. Ich mir doch unterdessen diese hübsche Brosche. Kann ich da mal darüber ziehen, wenn der da steht? Wenn ihr irgendwas drin seht. Wo ihr sagt, das hat auch keinen Sinn, wie der zum Beispiel. Könnt ihr das natürlich raussuchen. Ich hab den halt jetzt nur drin, weil ich eben... Warte mal, ist die Fähigkeit jetzt weg? Ach, die Fähigkeit gilt nur für einen Hit. Hey, warum sagst du das nicht gleich, Maro? Nice. What? Verarscht er mich gerade? Da stand gerade. Der hat die Fähigkeit da nicht stehen, nur wegen der Könige. Der verarscht mich. Der verarscht mich hier. Ja, die Heilung ist mir jetzt gerade mal prinzipiell sowas von egal. Wow, der Damage in mein Gesicht weniger. Oder Segel des Champions. Ist auch so unnötig eigentlich. Rein theoretisch. Wir werden das wahrscheinlich eh später umbauen müssen. Aber ich habe auch gerade ein Damage verhauen. Dankeschön. Aber egal. Ja, das Deck müssen wir gleich neu bauen. Ich wollte es jetzt mal nur mal anschauen und... Ah, like me. Ups. Immer diese vulgären Wörter. Immer diese vulgären Wörter. Okay. Brand, er erweckt die Bibliotheksbestände zum Leben. Brand. Sehr wirkungsvoll, da der einzeln schießt. Die Tore sind geöffnet. Oh man. Come on. Das ist echt nicht nett. Yes, I'm Amtmik, long and fast. Melde mich zum Dienst. Der Tank ist echt fies. What? Ja, 3 Rüstung. Selbst auf der Rüstung wirkt... Nee. Okay. Das klappt einmal nicht. Wir müssen uns... Da müssen wir wirklich hundertprozentig ein neues Deck bauen. Da kann ich nicht so einfach mit dem da durchmarschieren. Aber Paladin, habe ich gerade gesehen, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Oh, da hat der junge Mann gegen
Der junge Mann hat 5 Leben. Und dann packt er mir sein Viererschwert ins Gesicht, wo ich gerade nur mehr, lasst mal raten, 4 Leben habe. Diese Ratte, die. Aber es sah schon wieder gut aus. Chiefs ist auch wieder da. Servus, Kollege. Das sah schon wieder sehr gut aus. Zwar ein bisschen unnötig, aber es sah gut aus. Sehr gut sogar. Man kann halt hoffen, dass er sein Heilding und so immer am Anfang spielt. Oder gar nicht spielt. Die Kavallerie ist wieder da. Oh yeah. Was sollen wir nur tun gegen die Kavallerie? Well, I don't know. Gibt's nicht irgendeinen Diener, wo man die Heldenfähigkeit einfach mal in den Arsch machen kann? Wait. Wow, warte mal. Falls das nicht klappen sollte, habe ich eine... Oh, falls das nicht klappen sollte, habe ich eine perfekte Idee hier. Da habe ich eine perfekte Idee. Ja, hau drauf. Hau drauf, Junge, hau drauf. Tu, was du nicht lassen kannst. Lasst mich das machen. Sehr schön. Sehr schlecht. Chiefs! Lass ihn in Ruhe. Komm ins Gesicht. Danke. Danke, 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 danke schön. Haha! Ah. Zornige. Okay, müssen wir gleich benutzen, wenn die Möglichkeit besteht. Okay, die Heilung. Also das ist ja gar keine Heilung, das ist ja sein Tankinator. Gut. Ah, 4 Heuer. Gut, müssen wir so machen. Obwohl. Melde mich zum Dienst. Okay. Hat geklappt. Unmöglich. Alles ist möglich. Lass mich das machen. Ey, du nervst. Da bist. Friss nochmal. Eat the damage. Eat it. Bam, bam, bam. Genau so will ich das sehen. Hab Vertrauen in das. Genau das will ich nicht sehen. Melde mich zum Dienst. Scheiße. Scheiße. Waffensysteme aktiviert. Ach komm, das muss sich doch jetzt ausgehen irgendwie. Hör auf. Kein Heal, kein Tank. Nix. Nein! What? Hättest du mir nicht Wind Fury geben können? Wir brauchen einen Damage. Nein. 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 Ach, fuck. Für die Gerechtigkeit. Fick. Melde dich zum Dienst. Melde dich zum
Boah, jetzt knallt er mir sicher wieder einen Tank hin. Rüstung, die passt. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Oh mein Gott. Das Deck ist gut. Das Deck ist sehr gut. Wir haben das Museum gesichert. Jetzt geht es nach Farm an den Kragen. Ja. Ihr könnt rein theoretisch noch eine zweite zornige Vergeltung reintun. Die ist sehr wirkvoll. Wirkvoll. Die macht nämlich 8 Damage, weil sie hintereinander kommt. Das ist nicht so aufeinandergehender Schaden, sondern bam, 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 bam. 8 in die Fresse. Es gibt noch einen Diener. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er den aus den Packungen bekommen muss. Es ist auf jeden Fall ein Diener, der mir gerade eingefallen ist, wo ich mir gedacht habe, den könnte man rein theoretisch reintun. Aber der ist in letzter Zeit beziehungsweise selten oder überhaupt nicht gespielt worden in Decks. Ich schaue nur gerade, ob ich ihn finde. Dann kann ich euch vielleicht den Gedankengang von mir erklären und ihr könnt das testen. Wenn ihr das testet, sagt mir bitte, ob das geklappt hat. Wo haben wir denn? Oder wo haben wir sie denn? Wo ist sie denn? Weil ich glaube, das ist eine, die man bekommen musste und nicht die man bekommt durchs... Da. Kopiert die Heldenfähigkeit eures Gegners. That could be very useful. Mal nachdenken, ne? Ihr kassiert auch nur einen Schaden, eure Diener auch. Probiert das aus, sagt so, wie es ist. Und wir sehen uns dann bei der dritten Herausforderung. Also, nicht verpassen und bis gleich.